Ja, hallilulich, mein Freund, herzlich willkommen hier bei ETS 2, eine Million Kilometer für einen guten Zweck. Ja, und bei Folge 173 mit 63.949 Kilometer. Weil wir schaffen heute die 64.000 voll zu kriegen. So, jetzt machen wir erstmal einen Auftrag. Fracht, bla bla. Und wir sind in Biskra. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's hin? Ja, 826 Kilometer, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit, aber das ist, nähere haben wir gar nicht, gell? Kleinere? Nee, doch. Hm. Ich brauche eine, wo wir vielleicht in den nächsten zwei Tagen schaffen könnten. Ja, komm, aber der gibt am meisten Kohle, oder? Dann nehmen wir doch die nach Tasma. Tassa, genau. So, zur breitige Fracht. Und wir rasen ja eh wie die letzten. So, gar nicht lange rumtun. Dann mal rückwärts hier. Und schauen, wo es hingeht. Wo wir die Fracht abholen. Warum habe ich da jetzt nichts auf dem Tacho? Haben wir die jetzt gerade angenommen, oder was? Da-da. Da-da. Ah, die war schon gar nicht mehr da. Ja, ja, so müssen wir noch. Nee, doch, die ist da. Aber bei Dredaux steht die. Und dann müssen wir noch gleich mal gucken. Ach, das ist da drüben. Vielleicht zeigt es mir deswegen nichts an. So, ach, ein Bus. So. So, da steht sie. Pennen werden wir jetzt natürlich nicht. Auftrag annehmen. Das ist gute Summe. Über 70.000. Da können wir dann schon uns den Scania holen. Aber wir müssen ja natürlich auch im Level aufsteigen. Deswegen ist es wichtig, viel Kilometer zu kriegen. So. Gut. Dann geht's auch gleich los. Schauen wir mal, wie viel Kilometer wir schaffen. So, dann hauen wir rein hier und abmarsch. Los, 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 los. Ja, noch zwei Tage, dann ist mein Auftritt im Radio. Nochmal Radio minus live minus vor. Music.de Music mit C geschrieben. Da heißt ja Fly for Music. Ups, KI oder was? KI-Unfall. Oh, ja. Und ich raste daran vorbei. Alter Schwede mit 160. Das ist ja cool. Oh, da ist wieder unser Trainer von uns. Kommt er uns halt entgegen? Nein. Ah, Markus Siebold. Ja, der macht Musik für die Feuerwehrsimulatoren von André Birker. Da haben wir schon öfters gesagt. Ups, da kommt jetzt ein Fahrzeug entgegen. Ups. Johnny Hubbub. Wäre natürlich cool, wenn wir heute mal diesen Auftrag auf einmal schaffen. Aber ich glaube noch nicht dran, denn 800, über 800 Kilometer sind ja schon der Hammer. So, jetzt sehen wir nämlich nicht, ob da was kommt. Da kommt was, also da muss man ein bisschen langsamer tun jetzt. Ah. Das Problem ist, wir sehen da nicht um die Kurven, was auch gut ist. Wieder einer, dann kommt noch mit einer. Alter Schwede, ich will doch nur eins, und zwar überholen. Das sind zwei Stück von mir. Jetzt kommt ein LKW. Okay. Ah, wieder einer.
ist nichts. Dann reißt er wieder Kilometer runter. Da, 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 da. Spannung, Spannung, Spannung. So. Natürlich hoffe ich mal, dass die Fracht nicht so zerbrechlich ist, dass sie Schaden einfahre. So, was haben wir jetzt hier? Überhol von Rot ist klar, interessiert mich aber nicht. Wenn es geht, überhol mal. So, ich sehe nichts. So, wollen wir mal raus hier. Kommt immer noch nichts. Uiuiui. Johnny, du bist aber echt mutig. Wieder mal. Auf der Autobahn ist es was anderes. Stunde. Mediamarkt. Markt. Ja, bald ist der 7. Mai. Bald kommt das Skandinavien Add-on. Da werden wir uns das natürlich auch mal anschauen. Ich hoffe, dass die TSM-Jungs, also ich habe ja letztens, ja, ich muss sagen, ich streame jetzt bei Hitbox und die haben da bei sich auf der Homepage von TSM was Schönes eingerichtet, dass die Leute von dort aus direkt bei uns, bei den Streamern quasi zuschauen können, bei den Livestreamern. Und die, da war der Wacke bei mir mit drin im Livestream und da habe ich natürlich gefragt, wie lange das dauern wird. Die hoffen, dass es nicht allzu lange dauern wird. Das kommt natürlich darauf an, wenn das Spiel draußen ist, wie es dann ist mit den Daten, was sie dann haben und bla 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 und einbauen und drum und drum. Und dann ist es natürlich cool. Also ich hoffe mal, dass es ganz schnell vom Hocker geht, dass wir das dann gleich nutzen können. Wenn nicht, schalte die TSM erstmal aus und fahre im Normalspiel weiter, damit wir da erstmal mal Skandinavien anschauen können. Apropos, ich muss ja schauen, ob ich schon da oben im Norden was aufhabe. Dann müssen wir ja da auch ganz schnell schauen, dass wir da hinkommen. Haben wir da schon was offen? Da müssen wir es gleich mal gucken. So, Weltkarte. Waren wir da oben schon mal? Ich weiß es nicht. Da oben waren wir. Ja, also müssen wir, hoffen wir mal, dass es hinhaut, dass es da was gibt. Dass wir da schon Garage haben. So, wir fahren gerade weiter. Wir haben schon ganz gut Kilometer gerissen, 200 Kilometer haben wir schon. Wir haben eine gute Zeit. Ups, da kommt was. Aber Hammer, voll durch die Wüste. Ich wusste gar nicht, dass in der Wüste so viel Verkehr ist. Der Wüstenverkehr, der Wüsteverkehr. Aber das in 12 Minuten schaffen, wäre natürlich echt super. Ab demnächst gibt es ja wieder mal Scania und dann wird wieder vernünftig gefahren. Ihr braucht es einfach zwischendurch mal. Völlig viel lernt man da dann auch schneller zu reagieren. Natürlich niemals im Real Life nachmachen. Hierbei handelt es sich um Spiele, da kann man sowas gerne mal machen. Prächtig aus. Jetzt haben wir schon 300 Kilometer geschafft.
wird es jetzt spannend. Vielleicht erreichen wir die 200er Marke. Nein, nicht ganz. Das heißt, mal abbremsen, weil wir nicht wissen, ob da was kommt. Gut, ich sehe nichts. Nein, da kommt was. Das gleiche vor wie ich. Was soll ich was sagen? Du bleibst nicht lange vor mir. Und wieder pfeift der Motor. Da müssen wir mal tanken, sehe ich gerade. Fahren wir jetzt auch mal schnell tanken. Und? Reparieren müssen wir nichts, nein. Da vorne ist eine Tankstelle. Schläuche. Oh, die Baustelle ist cool. Komm, bis du da bist. Tanken hier. Ups. So. Dann schauen wir mal, wie viel reinpasst. Und einen Schluck trinken hier. Ich auch tanken. Na, 15 Cent ist einfach der Burner. Machen wir den Tank mal voll für blau. Für Abendessen 155. Hey, hey, hey. Ja, ja, und weiter geht's, und weiter geht's, und weiter geht's in die Wüste. In die Wüste. Oh, da kommt aber jetzt viel Verkehr. Das gefällt mir gar nicht. Naja, wir haben jetzt das 7 Minuten. Ups! Jo! Scheiße! Das im Hängen blieben! Eieieiei! Jetzt muss ich mal gucken. Oh, 37%! Verdammte Kacke! Alter Schwede, das wird teuer! Das wären jetzt 37 Cent, wenn ich 5000 Abonnenten habe. Bis jetzt sind es nur 2. Machen wir gleich mal rein hier. Also abgeben, weiß ich, ob sich das lohnt. Hey, ich glaube, da zahle ich drauf. Aber da war ich ja wieder zu mutig. Ja, werden wir ja sehen, ob ich da noch was kriege dafür, damit drauf zahle. Die Frage ist,
ICE, ob wir es dann schaffen in 5 Minuten. Wäre natürlich schon cool. Aber trotzdem haben wir 500 Kilometer gefressen. Oder fast. Der Hammer, dass da oft nicht mehr passiert. Naja, habe ich schon gezeigt, was das Fahrzeug kann. Wenn es mal wirklich irgendwo hängen bleibt. Ich fahr da rum, die Kurven. Nein! Ups! Unfall verursacht. Ha, okay, nochmal 2 Cent. Dann sind wir mal im Strich jetzt im Moment. So, dann müssen wir mal auf den Schaden schauen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, 41%. Also ich glaube nicht, dass sich das noch lohnt. Komm, Abschleppdienst, haben wir Pech gehabt. Zigarett, 2 Stunden, ja. Gib man ab, weil 12.000 zahle ich fürs Abgeben und die Strafe ist viel höher. Ja, ich weiß, ich muss schlafen. Also, war wohl nix. Wieder meine Fracht, wo für ein Arsch ist. Jetzt erstmal mich reparieren. Naja, ich muss halt jetzt unbedingt schauen, dass ich da den besseren LKW, den Scania, kriege, dass ich wieder mal ein bisschen ruhiger fahre hier. So, nein, dich brauchen wir nicht. F6. Ach komm, fahren wir ein Stück vor. So, F6. Danke fürs Gespräch, aber naja. Ach, nur 3500. Ja, das passt. Das passt. Das ist dann doch nicht so viel. So. Pennen wir mal kurz hier. So, und dann war's für heute schon. Diesmal natürlich mal. Oh, aber Einkommen kommt rein. Siehste, Madison hat Geld verdient. Gut. Warte mal, wir pennen noch mal kurz. Weil dann wird's wieder Tag. Und dann hoffe ich mal, und der nächste kommt. Na also, haben wir trotzdem was gut gemacht. Gut. Aber mir fehlen halt jetzt die Punkte für Level. Naja, egal. So ist es eben. So, dann schauen wir mal. Kilometer zählen ja trotzdem. 64.485. Das heißt, wir haben 530 Kilometer so ungefähr. Na also. Das heißt, 6,4% von unserer gesamten Strecke haben wir. Jawohl. So, gut, 4 Cent, 4, gut. So, morgen sehen wir uns dann wieder bei der Folge 134, das ist dann die letzte, weil am 30. kommt dann nur so ein 2-3 Minuten Video, wo kurz bekannt gegeben wird, was wir für Spendensumme haben und am Abend um 18 Uhr und dann nochmal ganz kurz, wie das funktioniert mit dem
dabei sein beim Radio, bei meiner ersten Sendung. Ja, dann sehen wir uns dort. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.